Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich gut hören, ohne Mikro und so. Ich habe zwar zwei Mikros hier, aber wie ich erfahren habe, ist das hier für den Stream. Das Ganze wird wohl gestreamt. Ja, mein Name ist Giovanni Ciccivelli. Herzlich willkommen zur diesjährigen WOT, einer der wenigen Events, wo ich gerne noch persönlich hingehe und auch gerne etwas erzähle. Wird mein einziger Vortrag der gesamten Messe werden, außer ich habe noch ein paar an den Ständen, aber hier in den Seminarräumen. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich trade jetzt seit genau 20 Jahren. Wie sagt das Finanzamt so schön, ich betreibe die Verwaltung meines eigenen Vermögens, die private Verwaltung meines eigenen Vermögens. Dadurch habe ich das Privileg, keine Steuern zahlen zu müssen, bis auf die Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer. Ich brauche auch keine BaFin-Lizenzen und so weiter und so fort. Warum? Weil ich keine Gelder Dritter verwalte. Ganz einfach. Ja, seit 20 Jahren mache ich das. Begann im Kinderzimmer mit dem Planspielbörse der Sparkassen. Dann habe ich eine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank begonnen, die ich dann relativ schnell abgebrochen habe, weil ich doch viel mehr Zeit im heimischen Kinderzimmer verbracht habe beim Traden und Berufsschule geschwänzt habe, als zur Bank zu gehen. Ja, so fing das alles mal an. Und mittlerweile ist das 20 Jahre her und ich mache es immer noch. Es ist mein größtes Hobby. Das ist das Einzige, sage ich mal, was ich irgendwie mir selbst beigebracht habe, was ich ganz gut kann. Gibt noch ein paar andere Sachen, die ich mittlerweile mache, aber Traden ist einfach Leidenschaft. Ich glaube, wie bei Ihnen allen auch, jeder ist hier, weil er Börse, Trading und überhaupt das Ganze sehr, sehr spannend findet und im besten Fall so spannend, dass man es schafft, sein Kapital so zu verwalten, dass man vielleicht sogar davon leben kann. Ja, da will wahrscheinlich, wollen die meisten von Ihnen hin, wenn nicht, dann vielleicht nebenbei ein zusätzliches Einkommen zu generieren und so weiter und so fort. Ich möchte es gar nicht so lang machen, ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen. Erstmal ganz kurz, vielen Dank an Tickmill, Sie haben mich angefragt. Tickmill ist einer der wenigen Broker, die ich als seriös erachte, um für Sie überhaupt ein Seminar zu machen. Und haben mich angefragt, ich sage, mache ich gerne für Elena sowieso. Und ja, deswegen sind wir hier. Tickmill macht das Ganze, haben auch unten einen schönen Stand, wo ich um 14 Uhr den nächsten Vortrag kurz halte. Können Sie auch gerne vorbeikommen, dann erzähle ich noch mal ein bisschen mehr. Ja, das Thema ist erstmal übergeordnet erfolgreich traden, aber dazu gehört nun mal eine richtige Kombination aus Disziplin, Durchhaltevermögen und Know-how. Ich werde Ihnen jetzt hier nicht viel über Strategien erzählen, weil meiner Meinung nach, für diejenigen, die vielleicht schon das ein oder andere Webinar von mir besucht haben, meiner Meinung nach spielt sich Traden zu 70% rein im Kopf ab. Das ist alles Psyche. Der Rest, die restlichen 30% sind sowas wie Risk- und Money-Management, Positionsmanagement und so weiter. Ja, Strategien. Wirklich, Traden spielt sich fast ausschließlich im Kopf ab. Hier habe ich noch einen kleinen Risikohinweis, den lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Ich glaube, Sie können selber lesen. Wenn Sie News-Trader sind, haben Sie es schon gelesen. Das bin ich. Das geht jetzt ganz schnell. Wenn Sie kein News-Trader sind, brauchen Sie etwas länger. Aber dann haben Sie es jetzt auch gelesen. So, kurze Agenda. Ich muss leider ein bisschen preschen, weil ich erfahren habe, dass ich hier leider nicht sehr lange drin bleiben darf, sonst würde ich das Ganze in 2 Stunden Ihnen erzählen. Okay, was gehört dazu? Erstmal, wie werde ich Trader? Da gehen wir ganz schnell drüber. Dann erfolgreich durch die eigene Strategie und Vermögensschutz. Ja, wie werde ich Trader? Ich habe es schon ein bisschen erzählt. Ja, Leidenschaft für die Börse, das ist das A und O. Ah, ich habe ja noch einen Pointer hier. Ah, okay. Bitte betrachten Sie das Traden als Arbeit. Es ist nichts anderes als Arbeit. In jedem anderen Job auch müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen, müssen sich vorbereiten und so weiter und so fort, um qualitativ gute Arbeit zu machen. Traden ist nichts anderes. Ich sage immer, wenn es wilde Zockerei wäre, ich lebe in Berlin, da gibt es eine Spielbank am Potsdamer Platz, dann würde ich da hingehen, in netter Begleitung, setze mich an den Roulette-Tisch, setze auf Rot oder Schwarz, habe auch eine 50-50-Gewinnwahrscheinlichkeit, da verbringe ich bestimmt einen schöneren Abend, als vor irgendwelchen Monitoren zu sitzen. Bei mir sind es 8 Monitore. Ja, und irgendwelche Zahlen zu beobachten. Ja, es ist kein Gezocke. Ich persönlich gehe in den Trade meistens nur ein, wenn ich glaube, jetzt kommt es, glaube, also mein Bauchgefühl mir sagt, dass ich zumindest 70% in Trading-Gewinn abschließen werde. Meistens ist mein Bauchindikator sogar so, dass er sagt, zu so 95% geht der Trade auf, mach ihn. Ja, das ist aber Erfahrung, nichts anderes. Ja, also Arbeit soll Spaß bereiten, auch an harten Tagen. Dazu sage ich immer, klar, wenn Sie mit dem falschen Fuß schon aufstehen morgens, bitte nicht traden. Ich sage immer, traden Sie nur, wenn Sie keine Kopf- und keine Bauchschmerzen haben. Kopfschmerzen habe ich, wenn ich zum Beispiel Stress mit der Familie habe oder mit den Kindern oder mit der Frau oder was auch immer. Bitte nicht traden.
Bauchschmerzen, wenn ich krank bin. Bitte nicht traden. Ja, geht meistens schief. Klar, Fortbildung, deswegen sind sie unter anderem auch auf der World of Trading. Zu Beginn, das haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon gemacht und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt fragen würde, wer handelt noch auf dem Demokonto, ich frage jetzt mal absichtlich nicht, aber würden bestimmt ein paar Hände hochgehen. Klar, auf dem Demokonto sollte man starten, aber bitte, 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 nur um die Handelssoftware kennenzulernen oder die Strategie auszuarbeiten, zu sehen, wie Software funktioniert, wie kann ich schnell klicken. Für nichts anderes ist ein Demokonto gut. Auf dem Demokonto sind Sie alle erfolgreiche Trader. Durch die Bank. Ich kenne Leute, die haben Demokonto von 5.000 auf 5 Millionen hochgehandelt und so weiter und so fort. Gewinnt immer jeder. Klar, man bekommt jede Ausführung, erstens mal, ja. Man hat aber im Wesentlichen keine Emotionen. Ja, und Demokonto hat mit dem echten Traden nichts zu tun. Sie wissen es wahrscheinlich alle selbst. In dem Moment, wo Sie Ihr Portemonnaie aufmachen, das Geld rausholen und den Einsatz in den Markt geben, kommen Emotionen auf. Die sind halt teilweise nicht kalkulierbar. Gier, Angst, Hoffnung und so weiter. Ja, und das spielt Ihnen die größten Streiche beim Traden. Deswegen Demokonto nur für den Anfang und dann irgendwann bitte oder relativ schnell auf Echtgeld umsteigen. Übung macht den Meister. Dann anfangen zu traden. Traden, 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 traden. Ich könnte das ewig fortführen. 98, fast 100% aller privaten Trader, die ich kenne, die ausschließlich ihr eigenes Geld verwandeln, haben sich das Traden selbst beigebracht. Früher, zu meiner Zeit, gab es bei weitem keine solchen Vorträge, es gab keine Webinare, es gab nicht so viele Bücher, aber es gab ein bisschen was, weil man sich Input besorgt. Aber das ist einfach nur Input. Traden müssen Sie selbst. Ich könnte versuchen, Sie 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate neben mich hinzusetzen und Sie versuchen zu klonen, zu einem Cicivelli 2 zu machen. Und dennoch würden Sie anders traden als ich. Warum? Weil Sie einen anderen Kopf haben und anders mit Ihren Emotionen umgehen, als ich das tue und so weiter und so fort. Deswegen müssen Sie selbst traden. Das ist der größte Schatz, den Sie gewinnen können, Ihre eigenen Trades zu analysieren. Ja, also klar. Und dann am Ende diszipliniert aus Ihren Fehlern lernen. Wie mache ich das am besten? Indem ich vor allem als Anfänger ein Trading-Journal führe. Es ist unfassbar anstrengend und manchmal hat man einfach keine Lust, wenn man am Tag jetzt 20 Trades gemacht hat, am Abend diese ganzen Trades in irgendeinem Journal, Excel oder sonst wo festzuhalten. Aber wenn Sie das konsequent machen und irgendwann mal 500 oder vielleicht 1000 Trades da haben, die Sie selbst getätigt haben, haben Sie einen Datenschatz, der ist nicht bezahlbar. Es kann Ihnen kein Seminar liefern, kein Cicivelli liefern, Ihre eigenen Trades, die Sie analysieren können. Und dann sind wir bei einem einfachen Thema und das ist Wahrscheinlichkeit, Mathematik. Traden ist zum großen Teil eine Geschichte oder eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich aufgrund einer Strategie, eines Setups 100 Trades gemacht habe und davon gingen 80 auf, na, wie wird der 101. Trade wohl sein? Mit 80%iger Wahrscheinlichkeit werde ich daraus einen Gewinn machen. Ist einfach so. Genauso die Fehler, die können Sie lernen auszumerzen. Raus damit. So habe ich das gemacht. 3 Jahre lang habe ich ein Trading-Journal geführt. Ich muss zugeben, nicht jeden Tag, manchmal war ich faul, aber im Großen und Ganzen habe ich es geführt. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, brauchst du jetzt nicht mehr. Bist gut genug. Ja? Das denke ich immer noch, aber wenn irgendwann mal der Tag kommt, wo das Trading nicht mehr laufen würde, würde ich sofort wieder damit anfangen, um einfach herauszufinden, woran liegt es, was sind meine Fehler. Gehört dazu. Es ist Arbeit. Gehört alles dazu. Klar, Motivation, klar, die können wir schnell überspringen, diese Punkte. Nur ganz, was unten steht. Sie beeinflussen unterbewusst das eigene Handeln. Das sind diese Emotionen, von denen ich die ganze Zeit rede. Das ist die Disziplin, die so, so schwer ist, sich anzueignen. Manch einer ist begabter dafür, vielleicht bin ich das. Ja, das ist einfach im Grunde genommen, ja, ich sag mal, relaxter auf Situationen reagieren kann. Und manche ist es nicht, aber genau das muss man in den Griff bekommen. Diese Angst, die Gier, die Freude, Verlustängste und so weiter. Oder es gibt so manche, die wirklich Kettenraucher sind und ganz nervös sind. Die sitzen dann vor dem PC, rauchen einen nach der anderen und müssen unbedingt traden. Ja, und kommen, mein Gott, wann kommt endlich der erste Trade? Ich muss jetzt was machen. Und nach 4 Stunden immer noch nichts passiert. Und jetzt muss ich einfach traden. Und dann kommt ein Trade. Meistens geht das schief. Ja, und das muss man alles versuchen, in den Griff zu bekommen. Ganz klassisches Thema, Stop-Kurse. Wahrscheinlich haben Sie alle immer Strategien und haben alle immer sofort einen Stop im Kurs.
Wenn ich jetzt fragen würde, wer sich immer rigoros an den Stopp hält, gehen wahrscheinlich nicht alle Hände hoch. Warum? Weil der Mensch so ausgelegt ist, dass er anfängt zu hoffen, der Kurs könnte drehen. Ganz am Anfang, als ich habe ja noch in Nürnberg damals gewohnt, angefangen habe zu traden, hatte ein paar Freunde, die haben ganz klassisch BWL studiert, und da kam der Joachim Goldberg, ein Experte in Behavioral Finance, kam an die Uni nach Nürnberg und hat dort einen Vortrag gehalten. Ich als Nicht-Student, mir war immer egal, jetzt habe ich mich mit reingesetzt. Aber der hat was ganz Interessantes gesagt, was ich seitdem nie vergessen habe. Er sagte, der Mensch ist so ausgelegt oder so gemacht, dass das, was ihm genommen wurde, er wiederhaben möchte. Buchverluste, die könnten ja wiederkommen. Ja, und der Mensch ist einfach so. Er fängt dann an zu hoffen, er könnte ja drehen. Aus meinem Minus könnte ich ja im Break-Even rauskommen. So, jetzt ist der Gewinn, das Gewinnziel ist schon gecancelt, ist schon weg. Jetzt will ich nur noch Break-Even rauskommen. Ne, meinen Verlust wieder aufholen und so weiter. Anstatt rigoros zu sein und sagen, okay, 5% im Minus, knallhart, ich bin raus. 5%, bevor bei mir 5% wäre im Minus, gebe ich schon 10-mal raus. Aber Sie wissen, was ich meine. So, und aus 5% werden 10% Verlust und. Und das ist nur der Kopf. Im Grunde haben sie ihre Strategie, aber der Kopf spielt ihnen diesen Streich. Ja, warum ist das so? Muss man auch sagen, weil diese ganze Industrie da draußen, und da bin ich ja knallhart, ihnen suggeriert, dass das an der Börse möglich ist. Und wenn ich Sie jetzt frage, gibt es hier irgendeinen, der Telekom-Aktionär seit dem Jahr 2000 ist? Es geht mal keine Hand hoch, das ist gut. Das ist schon mal gut. Aber es gibt tatsächlich noch welche. Klar, die haben Positionen, die sind 85-90% im Minus. Wenn ich den frage, was ist mit dieser Aktie, wann willst du denn mal aussteigen? Dann antwortet er mir, ja, Telekom ist ein super Unternehmen. Wenn schon mal wieder irgendwann steigen. Und ja, da, wo ich halt gekauft habe. Ah. Also gut, 90% im Minus, das heißt, die Aktie müsste 1000% steigen, damit der wieder Break-Even ist. Ja, knallhart. Wenn ich dann aber frage, was ist, wenn morgen Ihre Sparkasse Buxtehude Sie anruft? Und die Sparkasse Buxtehude sagt Ihnen dann, ich habe ein einmaliges Angebot nur für Sie als Topkunde, 5% Tagesgeldzinsen per annum, die täglich verfügbar. Was machen Sie? Ja, ich krame alles Geld, ich kratze alles Geld, was ich habe, unterm Kopfkissen, in der Schublade, alles packe ich, sämtliche Kontenräume, ich habe, bringe alles zur Sparkasse Buxtehude, 5% Zinsen per annum. Wo bekomme ich denn das heutzutage? Börse, unendliche Gewinne, aber mit 5% in der Bank, oh, super. Na, deswegen, Kopf ist total crazy. Also in meinem Seminar, wenn ich mal ein Seminar gebe, das findet eigentlich nur alle 2 Jahre, gebe ich vielleicht mal ein Seminar, dann ist ein ganz großer Bestandteil, da hole ich mir auch einen Experten in Psychologie, Börsenpsychologie mal dazu, weil es unfassbar wichtig ist. Das hier kennen Sie alle, ne? Das ist ein Chart, der so läuft, so fängt es ja immer an mit den Emotionen. Also ein schöner Trend in der nächsten Korrektur wird gekauft. Da kaufe ich dann. Komisch, die Folie ist nicht so, wie ich das gern hätte, aber gut, dann machen wir es halt so. Dann steigt der Kurs weiter. Zum Glück habe ich nicht gewartet und habe gekauft, sagt mir der Kopf. Aha, sobald der Kurs wieder steigt, wird verkauft. Na, das ist doch die typische Emotion. Aha. Wieder im Plus, jetzt geht's los. Zum Glück habe ich da unten hier nicht verkauft, sondern bin drin geblieben. Ups. Jetzt kommt doch der Verkauf. Warum? Große, große, böse, böse Kerze. Und jetzt muss ich natürlich rausgehen. Ja, und jetzt geht's noch weiter runter. Zum Glück bin ich vorher raus. Oh, ist nur eine kleine Korrektur nach oben. Ups. Ich habe es doch gewusst, der Markt wird steigen. Also, ne? Im Grunde nach hatte ich ja recht. Und was wollen Sie immer alle hier? Recht haben. Ich wollte auch immer recht haben. Ich will beim Traden sowieso immer recht haben. Recht haben äußert sich ja bei uns Tradern eigentlich in nur einer Währung, eine einzige, Geld auf dem Konto. Und zwar mehr als vorher im besten Fall. Ja? Recht haben ist an der Börse das Gefährlichste, was es geben kann. Ich habe es doch gewusst, der Kurs muss da und da hingehen und so weiter. Bitte lernen Sie, dass der Markt immer recht hat und nicht Sie. Sie müssen nur flexibel genug sein, auf den Markt zu reagieren. Disziplin. Pur.
niemals Recht haben. Jedes Mal, wenn ich Recht haben wollte, hat das richtig viel Geld gekostet. Einmal waren es 80.000 Euro an einem Tag. Siemens, sage ich dazu nur. Siemens. Naja, gut, Recht haben wollen. Also, Aufbau vom Fachwissen. Na, wenn wir jetzt zur Strategie kommen, wie baue ich eine erfolgreiche Strategie auf? Klar, ich fange erstmal damit an. Ich meine, wie soll ich es sonst machen? Ich muss ja irgendwie auf irgendeine Idee kommen. Mit Büchern, Webinaren, Seminaren und so weiter. Das sorgt erstmal für die Basics, die Grundlagen. Na, dann muss ich diesen Wissenstransfer in die Praxis übermitteln. Also, durch die Anwendung von einer Chartanalyse und so weiter steht alles da. Ja? Kurzfristig kann das natürlich negative Auswirkungen aufs Konto haben, weil ich am Anfang noch nicht weiß, was ich tue. Ich muss lernen, ich muss Lehrgeld bezahlen. Aber nur dadurch kann ich mein Trading verbessern. Geht nicht anders. Außer ich habe Glück vom ersten Tag an und es läuft sofort in die richtige Richtung. Ich habe auch, als ich angefangen habe, waren damals noch 20.000 D-Mark. Ich dachte, jo, das kann nicht so schwer sein. Was die Jungs in Frankfurt können, kann ich schon lange. Ich hatte übrigens auch einen sehr guten Freund, der war damals noch, da gab es noch viel mehr Eigenhandelshäuser, war Seniorhändler bei Merrill Lynch. Der hat mir die tollsten Stories erzählt. So ähnlich wie bei Wolf of Wall Street, so ungefähr, aber ein bisschen professioneller. Was die alles gemacht hat, so will ich natürlich auch. Und das aus Nürnberg. Mhm. Ich mache das am PC. So habe ich aus 20.000 D-Mark ganz schnell 10 gemacht. Stellen Sie sich jetzt die italienische Mama vor, deren Sohn eine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank abgebrochen hat. Das war schon der erste Killer. Und jetzt sitzt er vor dem PC und spielt da rum. Was anderes hat die ja nicht gesehen. Und jetzt sieht sie auch noch schwarz auf weiß, aus den 20.000 sind 10 geworden. Halleluja. Werde ich nie vergessen. Und naja, egal. Jedenfalls, ich musste mich dann hinsetzen. Ich musste aus meinen Fehlern lernen. Ich muss versuchen, so viel wie möglich aufzusaugen, wie nur ging. Ja, es war nicht anders möglich. Meine Fehler analysieren, mir einen Trading, einen Plan, eine Strategie entwickeln. Ja? Schauen, wie gehe ich das Ganze an? Ich habe damals versucht, in Foren zu lesen. Was machen die da eigentlich? Und. Also, learning by doing, immer wieder trainen und analysieren. So. Damals, es hat dann nicht so lange gedauert, Gott sei Dank. Gut, ich hatte natürlich auch keine monatlichen Kosten in dem Sinne, musste keine Miete bezahlen, sodass das Konto stetig steigen konnte. Und dann habe ich so 6, 7 Monate später wieder in mein Kinderzimmer gerufen. Ich sagte, Mama, guck mal, jetzt auf dem Kontostand habe ich meine erste Viertelmillion auf dem Konto. Und dann war, seitdem habe ich nie wieder was von meiner Mutter gehört, was das angeht. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ne? Also ich muss einfach eine Strategie entwickeln. Und das geht nicht anders. Ich kann das fertige Produkt nicht kaufen. Es ist nicht so, wie ich das auf Amazon gehe und mir das hole oder mir ein Buch kaufe und da steht es drin. Sie können tausende Webinare besuchen, machen Sie es von mir aus, oder Seminare, machen Sie es, wenn Ihnen da erklärt wird, ich habe den Heiligen Gral, und wenn Sie in mein Seminar rausgehen, nachdem Sie mir 10.000 Euro bezahlt haben, versteht sich, können Sie traden? Bitte. Es wird nicht funktionieren. Ganz einfach, ich versuche es an einem Beispiel zu machen. Haben Sie schon mal was vom Forex-Millionär gehört? Es war ein cleverer Junge aus der Nähe von Nürnberg, der hatte überhaupt keine Ahnung, also wirklich gar nichts von der Börse. Irgendein Freund hat ihn auf ein 3-Tages-Forex-Seminar mitgenommen und das ist ja cool, das mache ich jetzt. Hatte nicht das Geld zum Starten, hat sich von Freunden 1.000 Euro geliehen und die Wette war, ich mache daraus innerhalb von einem Jahr 1 Million. Der Forex-Millionär war mein cooles Projekt. Am Ende hat er 73.000 geschafft, aber er hatte überhaupt keine Ahnung und hat sehr gut getradet. Aber je mehr Wissen er sich angeeignet hat, desto komplexer wurde das Ganze. Er hat viel zu viele Sachen hinterfragt und so weiter. Deswegen, Wissen, klar, eignet sich mit jedem Trade an. Aber irgendwann stagniert diese Kurve und geht eher runter. Ja, und wird kontraproduktiv. Deswegen geht es nach unten. Ich versuche immer nach KISS zu handeln, kommt auch gleich. Keep it simple and stupid. Ich lese zum Beispiel keine Trading-Bücher oder Börsenbücher. Ich lese nur so Geschichten über Costolani und die Art und den Werdegang von Menschen. Ja? Aber ein Trading-Buch würde mich total verwirren. Ich habe in meinem Leben keine 5 Trading-Bücher gelesen, in meinen 20 Jahren. Warum? Weil der eine sagt A, der andere sagt B, der andere sagt C. Und wenn ich das aufnehmen würde, es würde mich zu sehr verwirren. Deswegen, ich benutze auch fast keine Indikatoren. 5 sagen grün, 5 sagen rot, was denn nun? Ja, also je mehr Wissen Sie aufbauen, desto schwieriger kann das Ganze auch werden und Sie einfach hindern in Ihrem Traden. Versuchen Sie doch einfach nur das zu handeln, was Sie sehen.
Traden ist viel mehr eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Sie müssen bei jedem Trade überlegen, was macht die Masse. Es hört sich einfach an, aber es ist wirklich so. Ganz viele Leute, auch in meinen Webinaren oder die mich fragen, die machen sich das Leben viel zu kompliziert. Ich versuche komplett stupid und simple zu handeln und nur das, was ich sehe, und ich überlege mir, welche Wahrscheinlichkeit ist die höchste. Was könnte der Kurs machen? Wohin könnte er gehen? Am wahrscheinlichsten. Natürlich möchte ich, kleines Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen die AMD-Aktie gekauft. Da war sie an dem Tag, war der Tag vor dem Reversal, letzten, was haben wir heute? Heute Freitag, ne? War das am Dienstag? Ich glaube, es war am Dienstag. Ja, da habe ich sie bei 15,30 gekauft, da war die 11% Euro, war die 11% im Minus, bevor die Amis in den Markt gingen. 15,15 war, glaube ich, der Tiefskurs dort. So, für mich war die wahrscheinlichste Reaktion, dass die Aktie bis zur US-Eröffnung noch ein bisschen wegmacht. Warum? Weil ich die Amis so ein bisschen kenne. Das ist alles Gefühlssache. Ich weiß einfach, was die machen und sage, okay, das Minus ist zu groß. Wahrscheinlich, dass wir von minus 11 auf vielleicht minus 8 kommen. Ich sage, okay, ich habe 3%, in Anführungszeichen, 3% nach oben hin als Gewinnziel und vielleicht noch maximal 1,5 nach unten, CRV 2:1. Beim Gewinnziel gehe ich aus der Aktie raus. Das war für mich die wahrscheinlichste Bewegung. Die ist auch sehr schnell eingetreten. Ich war sofort wieder draußen aus dem Trade, habe meinen Gewinn eingesteckt und fertig. So, und dann, was macht die Aktie noch? 2 Stunden später hat sie fast komplette Minus aufgeholt und stand plus minus null. Klar möchte ich lieber diese große, lange Bewegung nach oben hin haben, aber die war für mich einfach unwahrscheinlich als die kleine. Die kleine habe ich mit relativ wenig Risiko sicher bekommen. Die große wäre die Zeitachse viel extremer, länger gewesen. Ich hätte länger im Markt bleiben müssen, wenn die Amis dann gesagt hätten, nee, nichts, kurze Öffnung, leichte Erholung und jetzt kommt der richtige Abverkauf, dann wäre die Aktie auch ganz woanders hin. War halt nicht so, Aktie hat gedreht, aber das ist dann Spekulation. Ich möchte nicht spekulieren, ich möchte Geld verdienen an der Börse. Ja, ich möchte arbeiten, ich möchte einfach gute Trades machen und ich habe nun mal eine sehr hohe Trefferquote. Warum? Weil ich eher das eingehe, was für mich wahrscheinlich erreichbar ist und das sind die kurzen, schnellen Trades. Natürlich ist eine kleine, schnelle Bewegung leichter zu bekommen als die große Bewegung. Ist klar. Ich nehme lieber 5-mal die kleine mit als einmal die große. Aber da ist jeder anders. Das ist, hilft mir aber wieder, das ist immer wieder bei der Kopfsache, das hilft mir einfach in meiner mentalen Stärke. Je mehr Trades ich im Plus abschließe, desto einfacher wird es beim nächsten Trade auf Enter zu drücken. Ist doch logisch. Ja, wenn ich 5-mal hintereinander ausgestoppt wurde, dann habe ich automatisch unterbewusst Angst, wieder auf den Knopf zu drücken, den nächsten Trade einzugehen. Selbstverständlich. So ist der Kopf gemacht. Ja, und wir müssen uns beim Traden immer selbst pushen. Wir müssen unseren Kopf immer positiv denken lassen. Wenn ich keinen Trade gemacht habe, dann sage ich mir, oh mein Gott, warum bin ich denn reingegangen? Ich habe doch gewusst, die Aktie steigt, ja bla bla bla, entgangene Gewinne. Nee, ich versuche mir halt schön zu reden und sagen, nee, dann habe ich wenigstens kein Geld verloren. Oder wie in dem Beispiel mit der AMD-Aktie, ja, sage ich mir, naja gut, von Gewinnen ist noch keiner gestorben. Klar ist die noch extrem weiter gestiegen, aber ich habe einen Gewinn gemacht und den habe ich eingesteckt. Und von Gewinnen ist noch keiner arm geworden an der Börse. Ist so. Ja, ups, da war ich schon zu weit, glaube ich. Ja, genau. Also, praktischer Test verschiedener Handelsstrategien. Was ganz häufig passiert, ist das hier. Ne? Wenn eine Strategie nicht funktioniert, nächste verwende. Ich weiß gar nicht, wo die Leute manchmal so viele Strategien hernehmen. Vor allem als Anfänger, die haben da tausende Strategien. Also manchmal treffe ich Leute, die sprechen mich an, ja, ich mache so und so und so. Da frage ich, wie lange traden Sie? Seit einem Monat. Ich so, okay. Ja, dann wird einfach was verwendet. Das kann meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz sein, sondern ich muss etwas finden, was funktionieren könnte und das dann immer wieder verbessern, immer wieder testen und so weiter. Ja? Weil der Händler selbst, der Grund für die Nichtfunktion bleibt bestehen. Und nochmal, Strategien sind nicht der Punkt, warum sie nicht keine Gewinne machen. Es sind sie selbst. Man erwischt nicht das Hoch oder das Tief zum Einstieg. Wenn ich das erwische, bei 100 Trades erwische ich das ein einziges Mal. Das ist reines Glück. Alle anderen Trades, völlig egal, wo ich einsteige. Es geht darauf an, was ich danach, nachdem ich eingestiegen bin, wie mental stark bin ich, was mache ich danach aus diesem Trade? Durch einen automatisierten Ansatz könnte man das ja erledigen. Was halten Sie davon? Absolut richtig. Wenn man A programmieren kann und das kann, absolut richtig, oder jemanden kennt, der einem das programmiert, versteht, was man möchte, ja, funktioniert auch nicht immer, weil auch Handelssysteme müssen angepasst werden, wenn man das selbst kann, in Ordnung, weil Märkte verändern sich. Ich zum Beispiel kann PC ein- und ausschalten, dann ist auch schon gut.
Ich konnte es nie, vielleicht hätte ich dadurch auch mein Trading verbessern können. Und was ein Handelssystem nicht kann, ist halt, was ich überwiegend mache, News Trading, News bei Unternehmen. Also ich rede nicht von Konjunkturnachrichten und so weiter, ich rede wirklich von Unternehmensnachrichten. Bis jetzt kenne ich kein Handelssystem, das Unternehmensnachrichten so lesen kann, deuten kann. Also was weiß ich, wenn klar, einfach ist sowas wie Quartalszahlen, sind die über oder unter Erwartungen, aber was ist, wenn ein Unternehmen meldet, super, super, super Zahlen und dann steht ganz unten weit drin, ja, aber fürs nächste Quartal erwarten wir einen kleinen Auftragseingangsbruch von so und so, weil uns der Großauftrag wegbricht. Ja? Das kann kein Handelssystem tracken, noch nicht. Und dann handelst du vorwiegend vorbörslich? Nein, ich beginne vorbörslich, weil da die meisten News kommen, aber dann hängt es darauf an, komme ich in den Kurs rein oder nicht. Aber ja, meine liebste Handelszeit ist morgens, weil da die ganzen deutschen News, sage ich mal, da sind von deutschen Unternehmen. Ja, die kommen entweder nachbörslich, aber die meisten kommen vorbörslich und das wirkt sich dann zu Handelsstart aus. Ich habe alle. Ich habe Bloomberg, Reuters, dpa, VWD, AFX, Dow Jones News, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ja, also ich habe wirklich alle möglichen. Das kostet natürlich alles richtig Geld. Ich habe das Glück, dafür 0 Euro zu bezahlen, aber allein so ein Reuters-Terminal kostet 4-stellig im Monat. Ja, deswegen empfehle ich das auch keinem. Für den Start kann jeder ein dpa, AFX, Profit abonnieren. Das kostet je nachdem zwischen 60 und 75 Euro im Monat. Reicht vollkommen für den Start. Aber ich muss Realtime-News haben. Ich muss vor allem Realtime-Kurse haben. Es gibt wirklich noch Leute, die handeln auf 15 Minuten verzögerte Kurse. Ja, sie lachen, aber es wirkt, ist echt so. Ja, und dann ich so, ja, dann muss man auf Aktualisieren da drücken, damit sich die Kurse aktualisieren. Ich denke mir so, Moment mal, ja. Aber das ist Fakt und News genauso. Ne? Also manche schaffen es echt mit der Tageszeitung. Okay, wenn ich Swing Trader bin, ist das ja in Ordnung. Ich meine, ich halte meine Position, mache einmal am Tag vielleicht zum Schlusskurs einen Trade oder so. Aber so etwas gibt es tatsächlich und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich brauche Realtime News. Ich möchte wissen, warum der DAX gerade eben 100 Punkte nach oben gestiegen ist oder gefallen ist, der Future. Ja? Ich möchte wissen, warum heute Morgen die Windeln.de-Aktie auf einmal 28% im Minus ist. Mein Windel.de, wissen Sie, 2015 zu 18 Euro an die Börse gegangen, heute Morgen 47 Cent. Schöner Short. Ja, naja, okay, egal. Ja, wo war ich? Da war ich. Also, erfolgreiche Weiterentwicklung, klar, evolutionärer Aufbau einer Strategie. Ich kann ja auch da reingucken. Also, grundsätzlich immer einen Handelsplan erstellen, den man dann auch in der Praxis anwenden kann und testen kann. Ja, also logisch funktionierendes sollte man beibehalten und nicht funktionierendes streichen. Geht aber nur durch Traden, nur dadurch erfahre ich es. Demo-Trade wird nicht funktionieren. Klappt nicht. Sie werden nicht dieselben Ergebnisse erzielen wie durch echtes Traden. Hier habe ich mal ganz kurz noch ein Beispiel, was die besten Handelszeiten sind. Also klar, ich muss erstmal wissen, welche Märkte möchte ich überhaupt handeln. Bin ich ein Aktientrader wie der Cicivelli, handle ich eher Futures, handle ich eher FX? Ja, was möchte ich überhaupt machen? Wo möchte ich überhaupt hin? Ja, was liegt mir? Bin ich ein reiner Daytrader? Oder macht es mir nichts aus, Positionen über Nacht zu halten und die Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar noch länger mitzunehmen? Ich zum Beispiel kann es überhaupt nicht. Ich habe relativ schnell gemerkt beim Traden, dass ich nachts nicht schlafen kann, wenn ich Positionen im Depot habe. Also im täglichen Business-Positionen. Ich habe auch ein Langfristdepot, da halte ich es nach Costolani 5 bis 10 Jahre schlafen und mal gucken, was dann passiert ist. Aber da habe ich auch keine Blue-Chips drin, also nichts für die Altersvorsorge. Ich habe da wirklich hochriskante Werte drin von entweder Ölexplorern oder Technologien, wo ich entweder glaube, entweder wird das ein Riesending oder das Unternehmen geht pleite. Und die Position kann ich abschreiben, so ungefähr. Ja? Aber in meinem täglichen Geschäft halte ich nie über Nacht, wirklich nie. Kommt ganz, ganz selten vor. Vielleicht mal, wenn ein großer Verfallstag ist und ich zum Schlusskurs noch eine Position kaufe, weil sie sich anbietet. Aber das ist auch eine andere Strategie. Ansonsten mache ich das nicht. Und dann muss man das alles für sich herausfinden. Und was sind so die schönsten Handelszeiten? Für mich deutsche Aktien eindeutig morgens, aber auch FX. FX für mich, wenn ich in Europa sitze, eindeutig vormittags und dann vielleicht noch ein bisschen am Nachmittag. Aber die schönste Handelszeit ist da morgens. Eindeutig. Also meine FX-Strategien funktionieren fast alle nur morgens. So Range Breakout, Unterstützungen und. Immer morgens. Warum? Noch.
Ja, weil da die Händler kommen, sie setzen sich an ihre Desks und dann beginnt das Spiel bei denen. Das merkt man richtig, wie da das Volumen auf einmal anfängt und wie dann auf einmal geh- und verkauft wird und was dann mit den Kursen passiert. Immer sobald die Engländer kommen in den Markt. Unten hatten wir schon, das ist schwierig, so schnell das Ganze machen zu müssen. Also Beispiel für Erstellung einer Strategie, klar, welches Produkt soll gehandelt werden? Auch hier habe ich die freie Auswahl. Natürlich, wenn ich kann, wenn ich das entsprechende Kleingeld auf dem Konto habe, kann ich nur natürlich versuchen, direkt den Future zu handeln, wenn ich einen Index handeln möchte, oder direkt die Aktie zu handeln, wenn ich Aktien handeln möchte. Viele können das am Anfang einfach nicht, wegen der Kontogröße. Ich kann schlecht 1000 Allianz-Aktien kaufen, wenn ich nicht 150.000 Euro auf dem Konto habe. Dann muss ich auf CFDs umgehen, und ich bin froh, dass es CFDs mittlerweile gibt, aber dann müssen Sie halt extrem aufpassen, bei welchem Broker Sie auch sind. Es gibt leider, und ich kann das sagen, ich bin nicht angestellt bei irgendeinem Broker, ein paar schwarze Schafe im Markt, und das ist jetzt auch keine Werbung für Tickmill oder so. Tickmill gehört halt nichts dazu. Die stellen faire und richtige Kurse, klar wollen die auch Geld verdienen, aber sie stellen ordentliche Kurse und vor allem die Technik funktioniert, man wird ausgegeben, man wird nicht gerippt und so weiter. Ja? CFDs, das gleiche extrem bei FX. Ich muss natürlich einen Broker haben, wenn ich Forex handle, der an sehr, sehr gute Liquiditätspools angebunden ist. FX ist kein Börsenplatz. Es gibt keine Börse, wo man Devisen handelt. FX ist ein Zusammenschluss aus vielen Liquiditätspools, wo großes Angebot und große Nachfrage zusammenkommt. Die eine oder andere Bank, Zentralbank und so weiter. Und der Broker, der in den meisten Liquiditätspools angeschlossen ist, der kann Ihnen die besten Spreads und die größte Liquidität anbieten. Und auf nichts anderes kommt es mir als Trader an. Also ich muss wissen, was handle ich. Dann muss ich wissen, was ist der Investitionsgrad von meinem Gesamtvermögen. Wenn ich natürlich 50.000 Euro Gesamtvermögen habe und davon, ich sage mal, 45.000 Euro fürs Traden verwenden möchte, werde ich nie gut traden können, weil ich immer Angst habe, meine Existenz zu ruinieren. Ja, wenn ich nicht unendliche Ressourcen habe, die vielleicht Daddy heißen, der immer wieder mein Konto auffüllen kann, wenn ich das nicht habe, dann werde ich immer Angst haben. Also wenn ich die 50.000 das Gesamtvermögen habe, dann sollte ich maximal 10 nehmen, obwohl das schon wehtun würde. Ja? Also ich muss sagen, wie viel kann ich wirklich riskieren? Ja? Dann klar, der persönliche Umgang mit Verlusten ist logisch, aber maximales Initial Risiko pro Trade. Klar, der berühmte Stop-Kurs. Kennen Sie alle. Ja, brauche ich eigentlich nicht hinschreiben. Aber was vielleicht für den einen oder anderen neu ist, geplanter Ertrag pro Trade. Ich habe immer ein Gewinnziel bei jedem Trade. Immer, wie ich es vorhin am Beispiel sagte, ich wollte diese 3% Gegenbewegung ungefähr haben. Ja? Und wenn das erreicht wird, gehe ich rigoros raus. Das ist einfach mein Ertrag, das wollte ich haben, das habe ich bekommen. Wenn die Aktie dann weiter steigt, ist halt so. Ja, na, als Beispiel jetzt vorhin. Ja? Ja, immer auf die Positionsgröße. Natürlich. Das Ganze auch mit dem Teilverkauf absichert. Zum Beispiel. Auf einen Stand und lässt weiterlaufen. Genau, was ich ab und zu mache, ist ein Teilverkauf. Nur die Hälfte der Position verkaufen und dann irgendwann später den Rest. Aber ich mache jetzt keine 10 Teilverkäufe oder so wie andere. Ja? Aber ich bin da, ich habe ja nur einen begrenzten Zeitraum als Daytrader. Ich kann, wenn, dann nur, habe ich nur die komplette Handelstag. Und selbst den schöpfe ich nicht aus, weil ich nicht so lange mich dem Marktrisiko aussetzen möchte. Ich gehe kürzer in den Markt. Je schneller ich draußen bin, sind wir wieder bei der Wahrscheinlichkeit, desto weniger wahrscheinlich, dass irgendeine News von außen meinen Trade kaputt machen kann. Irgendeine Konjunkturnews, irgendeine politische News, irgendeine Trump-Twitter-Aussage, irgendeine, was weiß ich. Ist leider, ist wirklich so. Ja, je kürzer Sie im Markt sind, desto weniger Risiko haben Sie. Ist doch klar. Und das Gewinnziel machst du aber mehr aus, aus deiner Erfahrung heraus, nicht aus dem Fibonacci oder... Nein, Intraday gar nicht aus der Charttechnik. Warum nicht? Weil für mich Intraday die Charttechnik nicht auf deutsche Aktien anwendbar ist, selbst auf Blue Chips nicht. Sie sind einfach zu illiquide teilweise dafür. Aber natürlich schaue ich kurz auf den Chart, reicht ein kleiner Linienchart, um zu sehen, wo war vielleicht vortagshoch, wo war vielleicht vortagstief. Vielleicht ist da ein Widerstand, ist das eine Marke, wo ich vielleicht mein Gewinnziel nicht ober- oder drunter halb liegen sollte, ja, weil es schwieriger ist, hinzukommen. Mit einem Blick schaut man dann schon drauf. Ja. Aber der Rest ist dann einfach Erfahrung. Man weiß ungefähr, wie stark bewegt sich so eine Aktie. Ich weiß ja genau, wie stark bewegt sich an normalen Handelstagen eine Telekom-Aktie. Ja. Wenn die eine normale Tagesrange von 30 Cent hat, ja, dann wird sie nicht einen Euro machen für mein Gewinnziel. Schwierig zumindest, unwahrscheinlicher. Ja. Also das ist einfach genauso wie ein Stop. Natürlich sollte das dann auch das CRV stimmen. Also wenn mein Stop 1 Euro entfernt liegt, dann sollte mein Gewinnziel nicht nur 50 Cent sein. Dann stimmt was mit meinem CRV nicht.
Man kann aber auch problemlos mit dem CRV von 1 zu 1 arbeiten. Es muss nicht immer 2 zu 1 oder sonst oder noch höher sein. Das ist natürlich schön, muss es aber nicht. Ja? Beim News-Traden, beim Aktien-News-Traden ist sowieso viel wichtiger, wie schnell komme ich in so einen Wert rein. Deswegen braucht man ja Real-Time-News. Und dann schnell abdrücken zu können, erst reinkommen, danach wird erst festgestellt, wo ist mein Stop-Kurs und wo ist mein Gewinnziel. Das Schwierigste ist erstmal in die News, in den Trade reinzukommen. Also Grundüberlegungen für den Vermögensschutz, denn das ist mit das Wichtigste. Ein Handwerker, der jeden Tag gute Arbeit machen will und eine Hilti-Bohrmaschine hat, sehr teure Bohrmaschine, glaube ich, der muss sie auch hegen und pflegen und muss sie gut erhalten, damit er weiter seinen Job machen kann. Das ist genau das beim Traden, Kapitalerhalt. Ist das mit das Wichtigste überhaupt, wenn Sie nicht, wie ich schon vorhin sagte, über unendliche Ressourcen verfügen. Schützen Sie Ihr Kapital, unfassbar wichtig. Ja, ich hatte nur diese 20.000, es waren viel hart erarbeitetes und Geschenke und Ferienjobs und was weiß ich Geld. Und wenn das weg gewesen wäre, hätte ich aufhören müssen zu traden. Ja, ist so. Naja, gut, jedenfalls, klar, Investitionsgrad im Gesamtvermögen wieder. Das hatte ich ja, keep it simple and stupid. Bitte, immer, versuchen. Nicht so einfach. Ich versuche nur und ausschließlich nach dem KISS-Prinzip zu handeln, um mir das Leben beim Traden nicht schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Wenn Sie dann nämlich noch anfangen, neben Ihren ganzen Emotionen und Psyche anzufangen, mit tausenden von Indikatoren vielleicht oder was auch immer, den Trade bis ins Letzte analysieren zu wollen, dann ist er A, schon weggelaufen, B, schon machen Sie sich selbst verrückt, Sie werden den Trade nicht machen, weil es gibt immer Pro und Kontras für einen Trade, immer. Es gibt ganz selten Trades, wo Sie 100% sicher sind, dass funktioniert. Und wenn Sie zu viel analysieren, aber wenn, und es könnte dieses oder jenes oder sonst was noch passieren, wird es nicht funktionieren. Ja, ein gewisses unternehmerisches Risiko, und das ist ja nichts anderes Traden, ein Unternehmen wie ein Unternehmen, für, also eine Selbstständigkeit, ist immer vorhanden. Hier diese Tabelle kennen Sie wahrscheinlich in Sachen Risikomanagement, was ich vorhin mal erwähnt habe. Wenn Sie 90% im Minus sind, brauchen Sie 900 bis 1000, um Gewinn zu kommen wieder. Ich finde die ganz interessant immer. Aber ich will Ihnen mal gleich ein Beispiel zeigen für diejenigen, die auch und viel CFDs handeln. Dort wird ganz, ganz oft der Margin- und Hebeleffekt extrem unterschätzt. Komme ich gleich dazu. Risikobestimmung kennen Sie alle. 0,5 bis 1% vom Tradingkapital sollte ich pro Trade riskieren. Das lesen Sie in zig Büchern. Ich habe es trotzdem absichtlich mal reingeschrieben, weil es nun mal eine Bestimmung ist, mit der man sich leicht tun kann. Ich verwende sie überhaupt nicht. Sage ich Ihnen gleich, warum. Ich verwende eher das Zweite. Fester monetärer Betrag. Den mache ich wiederum aber abhängig von dem Wert, den ich handle. Wenn ich jeden Tag nur den DAX Future handeln würde, dann wäre es immer der gleiche Wert. Dann würde ich sagen, ich möchte pro Trade maximal, was weiß ich, 1.000 Euro verlieren. Da ich aber Aktien handle, ist es komplett unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob ich eine Deutsche Bank Aktie handle oder eine Windeln.de Aktie handle oder was auch ist. Ich handle wirklich jede Aktie, die mir über den Weg läuft. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich handle. Ich schaue nur auf die Bewegung. Nichts anderes. Ich kenne die Aktien manchmal gar nicht vom Namen her. Ich kenne nur die Kürzel. Ja, also warum? Weil ich nur, wenn ich das Kürzel eingebe, die Aktie viel schneller auf meinem Schirm habe, als wenn ich den Namen Namen eingebe über die Suchfunktion oder die WKN eingebe. WKN hat 6 Stellen, das Kürzel nur 3. Ja, egal, ich mache immer einen festen monetären Betrag. Ich sage immer, bei dem Trade bin ich bereit, Summe X zu verlieren. Immer in Euro. Warum? Weil es einfach der Eurobetrag für meinen Kopf sich extremer anhört, als würde ich nur sagen, ach, sind ja nur 0,5% oder 0,3 oder 0,1. Immer in Euro. Warum? Weil ich nur von Euros leben kann. Das ist die einzige Währung noch in Europa, die mir meinen Kühlschrank füllen kann. Ja, und ich bin... Natürlich, aber er ist nicht immer fix, wie gesagt, bei Aktien, weil bei der Deutschen Bank, bei dem Trade können es 2.000 Euro sein, die ich im Verlust gehen will, und beim Windeln.de Trade können es nur 500 Euro sein. Das ist natürlich auf meine Kontogröße ein ganz anderer Prozentsatz. Auf den Trade selbst können die 2.000 Euro von der Deutschen Bank nur 1% Kursverlust sein und die 500 Euro bei Windeln.de können aber 5% Kursverlust sein. Ja, also es ist immer was ganz anderes, aber trotzdem mache ich es in Euro aus und für jeden Wert unterschiedlich. Aber das ist Traden, das ist Erfahrung, das ist Übung. Sie haben ja dann nicht zum ersten Mal die Deutsche Bank vor dem Schirm und gehandelt
und dann wissen Sie automatisch, okay, da kann ich die und die Positionsgröße nehmen. Ja? Klar, man kann es aber auch mittels Chance-Risiko-Verhältnis berechnen. Geht ganz schnell, manche schreiben sich das auf Excel ganz schnell und so weiter. Mir persönlich würde es immer so viel Zeit kosten, erst irgendwie die Positionsgröße auszurechnen. Ich mache das einfach aufgrund meiner Erfahrung. Ich weiß einfach, bei welchem Wert ich ungefähr wie viel Positionsgröße und dann dementsprechend, wo mein Stop liegt und wie viel ich maximal verlieren möchte bei dem Trade. Aber ich lege mir halt auch immer ein Gewinnziel fest. Was möchte ich da rausholen? Nochmal, ich bin kein Fondsmanager, ich bin kein Vermögensverwalter, ich muss mich nicht mit irgendeiner Benchmark messen. Immer wenn ich gefragt werde, Giovanni, wie viel Prozent machst du? Also ich werde mindestens in jedem Webinar einmal gefragt, wie viel Prozent Gewinn mache ich pro Jahr? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es momentan bei dem kleinen Konto, ich habe ja, vielleicht haben Sie es mitbekommen, so ein 10.000-Euro-Projekt am Laufen, ja, wo ich am 1. Januar wieder 10.000 Euro auf dem Unterkonto von meinem Broker eingezahlt habe und neben meinem Hauptkonto versuche, nebenbei dieses zu handeln. Aus den 10.000 Euro sind momentan, weiß ich nicht, ich glaube, aktuell sind wir bei 64.000 Euro Kontostand, wenn Sie die Steuer da drauf nehmen, irgendwie 700-800% Gewinn sind es. Ja? Bis jetzt. Ja, schöner Betrag, toll, alles gut, schön im Prozent, interessiert mich aber nicht, weil von Prozenten kann ich nicht leben. Ich persönlich mache lieber 20% von 10 Millionen pro Jahr als 700% von 10.000 Euro. Ist klar, ich interessiert ausschließlich die Komponente, was ich gewinne, und wirklich nichts anderes sollten Sie achten, sofern Sie das Traden betreiben wollen, um entweder nebenberuflich was dazu zu verdienen oder hauptberuflich. Alles andere lassen Sie die alle erzählen. Wenn Sie nicht Vermögensverwalter sind, schauen Sie bitte auf andere Kennzahlen. Es ist völlig unwichtig, wie viel Prozent Gewinn Sie machen. Ja? Gut, das sind jedenfalls die Möglichkeiten. Und diese Beträge sollten Einfluss von Emotionen bitte ausschließen. Schwerer oder leichter gesagt als getan, aber wäre gut, wenn es so wäre. Jetzt auf das Beispiel, auf das ich gerade eingehen wollte, für diejenigen unter Ihnen, die CFDs handeln. Und das sind wahrscheinlich einige, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob hier die Margen noch stimmen nach den neuen. Ich bin gleich fertig. Gleich. Also, wenn Sie mal ausgehen davon, dass Sie mit 0,2% Margin handeln und der DAX bei 12.500 Punkten steht, dann ist ein CFD-Wert von 12.500 Euro. Also, Sie brauchen Kapitaleinsatz 25 Euro pro CFD. Deswegen können ja so viele schön viele CFDs handeln mit 1.000 Euro auf dem Konto. Kann man da einiges bewegen. Das heißt, bei einem 5.000-Euro-Konto könnten Sie 200 CFDs handeln und da sehen Sie, wie viel Handelswert Sie da eigentlich bewegen. Das ist ja machbar heutzutage. Na, so, und wenn ich das Ganze jetzt unter der Anwendung der 1%-Regel absichern möchte, auf dem Handelskapital von 5.000 Euro, dann entspricht das bei 5.000 Euro 1% 50 Euro pro Position. Klar. Ja, also bei einem CFD entspricht das 50 Punkten Verlust. Egal, ob ich jetzt long oder short bin, also Verlust. Das ist erstmal die Grundüberlegung. So, was passiert dann? Wenn ein Indexpunkt 1 Euro entspricht und der CFD-Wert bei 12.500 Punkten ist, also 12.500 Euro, und der DAX sinkt um 1% auf 12.375, so rum, dann reduziert sich dieser CFD eben um die 125 Punkte, also um 125 Euro. Also mehr als das Doppelte des eigentlichen Risikos. Also Basiswert ist nur 1% gefallen, Sie hatten 1% Risiko, aber Ihr Risiko, Ihr Kapitaleinsatz, beziehungsweise Ihr Stop auf Ihrem eigenen Konto, mehr als das Doppelte davon. Und das bedenken ganz, ganz viele nicht. Sie schauen dann eben nur auf den Basiswert und schauen nicht auf Ihr Konto, auf Ihren Hebel-Margin-Effekt. Also bitte bei die Auswirkung der Margin-Nutzung bei Risikobestimmung auf Portfolio beachten. Ja, auch als Beispiel. Das Beispiel geht weiter. Ja, also wenn ich jetzt 10 DAX-CFDs long kaufe, bin ich mit 250 Euro Kapitaleinsatz drin. Ja, also 5% meines gesamten Kontos. Auch völlig in Ordnung. Ich zum Beispiel gehe ganz oft all in. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich schweife immer ein bisschen ab, ich bin aber so ab. Ich höre ganz oft, riskieren Sie maximal 5% oder 10% Ihres Kapitals in einem einzigen Trade. Was jetzt riskieren oder einsetzen? Also möchte ich jetzt das als Stop
dann ist schon viel zu viel. Ich möchte nicht 5 oder 10% meines Kapitals mit einem Trade verlieren. Nee, ich meine den Einsatz in dem Trade. Ach so, ja warum? Warum kann ich nicht komplett all-in gehen? Das Einzige, was doch zählt, ist, wie viel möchte ich maximal verlieren pro Trade. Und selbst wenn ich die 1%-Regel hernehme und so diszipliniert genug bin, mich daran zu halten, mal angenommen 1%, ich habe 100.000 Euro auf dem Konto, sind 1.000 Euro. Dann riskiere ich 1.000 Euro. Ob ich da jetzt mit 5.000, 10.000, 50.000 oder gehebelt 500.000 reingehe, macht überhaupt keinen Unterschied, wenn ich mich daran halte, maximal 1.000 Euro zu verlieren. Klar, das, was sich ändert, ist Positionsgröße und Nähe zum Stop. Und ich muss so diszipliniert genug sein, da auch auszusteigen. Aber der Rest ändert sich nicht. Wenn Tage wie Brexit sind, arbeitet in Chichibelli auch mal 16 Stunden, macht 337 Trades an dem Tag, alle händisch, und ist unfassbar kapitalisiert im Markt. So viel wie geht. Weil das sind die Tage, wo wir das Geld mitnehmen können als Trader. Ja? Sie müssen sich nur daran halten, was Sie verlieren. Wie viel Sie einsetzen, ist völlig egal. Wenn Sie diszipliniert genug sind, maximal das zu riskieren, was Sie vorher gesagt haben. Sonst haben Sie ein Problem. Ja? Aber gut. Sie sehen dann selbst, um das zu beenden schnell, ich bin noch eine Minute, dann bin ich durch. Wenn der DAX dann sinkt um die 1%, verlieren Sie die 125 Euro pro CFD, aber Sie verlieren nun mal dabei 10 Stück, 1250, haben Sie am Ende 25% Ihres gesamten Kontos verloren. Schön, wenn es in die andere Richtung geht, aber halt negativ, wenn es in die falsche Richtung geht. Und das muss man beim CFD-Traden einfach beachten. Und wenn man das macht, ist man schon ein großes Stück weiter. Wenn man das immer im Kopf hat, ein ganz, ganz großes Stück weiter. Gut. Also erfolgreiche Händler nutzen die Margin als Mittel zum Zweck und durch den Kapital will die eigene funktionierende Strategie in einem großen Portfolio anzuwenden bzw. Eigenkapital für andere Trading-Chancen zu sparen. Das Risikomanagement selbst wird auf die persönliche Vermögensstruktur angewendet und nur das sollten Sie machen. Immer darauf, denn das, nochmal Kapitalerhalt, ist das Wichtigste, was Sie haben. Beim Traden, ihr Geld. Sorry, dass ich so durchpeitschen musste, aber die machen ja schön Stress. Nächste Runde. Danke. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne am Tickmill-Stand, da bin ich ja jetzt, habe zwar in 10 Minuten den nächsten Vortrag, aber auch danach stehe ich gerne für Fragen, Antworten, Fotos bereit.